Hinter mir, vom Seeeingang. Seeeingang. Nein, Seeeingang, Seeeingang. Schnell. Ich sehe ihn. Komm, Alter. 13.700 XP, Alter, später. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und ja, heute gibt es wieder einen wunderschönen Woods Raid. Durchweg spannend. Sturmmann gekillt, easy, weggemacht, den Typen hatte keine Chance. Ja, dann habe ich aber leider seinen Red Rebel liegen lassen. Zum Glück hatte mich mein Streamchat daran erinnert, allerdings erst nachdem der Raid vorbei war. Diese Säcke. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder Like da. Würde ich mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Aber ich bin guter Ding und dass es jetzt mit dem Server hinhaut, hoffe ich. Höchstens die Franzosen denken sich, ey, hier, die Deutschen, die schmeißen hier raus. Wollen wir Emmer kommen oder Dorf? Ja. Ich muss Emmer kommen. AKM, okay. Wenn ich den ganzen Tag Tarkov spielen könnte, würde die Sache auch, glaube ich, komplett anders aussehen. Aber der rettet. Da rennen zwei Typen. Drei, ja. Typen. Genau vor uns. Die rennen auf jeden Fall ins Lager. Ja, dann sind das schon Spieler. Siehst du es? Auf dem Berg? Ja, ja, da sind sie gesprungen. Da jetzt. Oder? Ey, die waren so schnell unterwegs, Alter. Das war ein Skeff. Oh, sein Kumpel schießt noch auf mich. Granate! Granate! Und schon guckt er, wo er woanders hin. Waren doch keine Spieler. Ey, Skeffs? Mhm. Wieso? Oh, die sind vielleicht vorbeigerannt. Keine Ahnung, aber. Bist du schon drin? Nö, ich bin noch davor. Ich guck mir. Oh, du wirst beschossen? Von wo bin ich schon drin? Links. Rum. Ja. Wo das Zelt ist, aber von drinnen halt. Ach, von drinnen beschossen? Ach so. Du bist draußen, ne? Ja. Ohne Helm. Ja, ja. Auf dich geschossen. Mach sowas nicht. Da musst du ja irgendwo geschossen haben, wo du bist. Au, was ist denn los? Oh, von hinter uns, Benji. So ein scheiß Gef, Alter. Und jetzt kommt ja noch ein Spieler hin. Ich bin jetzt hinten, da muss reingekommen sein, oder? Okay, ich komme jetzt so durchgekrochen, Menschen. Ich mache jetzt meine Blutung. Die Schuhe wieder her. Ja, aber von hinten, wo aus der Richtung Jägercamp so die Ecke, da hat auch jemand auf mich geschossen. Ne? Ja. Hinter der Feuerwehr. Akma, herzlich willkommen. Ein neues Gesicht im Stream. So dreimal ein? Nee, Akma, das. Aktuell kann ich dir das nicht irgendwie bestätigen, dass ich da Probleme habe. Jetzt läuft's ja hoch, ne? Oder? Nee, er meint jetzt mit Discord oder Twitch, also, Origin, Steam oder sowas. Nee, hatte ich. Steam habe ich aktuell zu. Und Discord, hörst du ja, funktioniert. Wunderbar, sind wir noch drin. Können noch miteinander reden. Beweg mich. Ja. Nee. Habe ich so nichts festgestellt. Ich hatte bloß gerade hier drin jetzt vorhin auf dem Server, aber das hat damit ja nichts zu tun. Arge Probleme hier im Spiel. Ja, ich dachte, davon steht ein Skeff, Alter. Sieht so aus wie ein Zipfelmützchen. Hm.
Nee, wie gesagt, sonst passt alles. Ich habe vorhin dann auch noch mal einen Speedtest gemacht. Da war auch alles in Ordnung. Hab sowas nicht festgestellt. Das kann sein. Hast du mal einen Speedtest gemacht oder sowas? Mal geguckt, ob das bei dir irgendwie alles in Ordnung ist? Wo draußen läuft einer am Haupteingang, wie ihr es nennt. Nee, Spieler. Wisst ihr, wo du hinschießt? Minus. Am Haupteingang, Alter. Ah ja. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Eingang auf den anderen meinst. Naja, ihr nennt das ja immer. Für mich ist das ja zur Seeseite eigentlich der Haupteingang, aber ihr nennt ja immer den anderen, ja, da vorne mit dem Netz Haupteingang. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass es halt mit deinem Netz wieder besser wird. Akma, das ist. Bist du auch am Tag auf Zocken? Da kommt noch einer, Benji. Da kommt noch einer. Du musst mich mal beschützen. Hinter mir, vom Seeeingang. Seeeingang. Nein, Seeeingang. Seeeingang. Schnell. Oh. Ich hab gerade hier CMS, Alter. Danke. Jetzt kann ich... Oh nee, ich dachte schon, ich kann mich wieder flicken. Gibt's, glaube ich, im Internet kannst du auch hier so Seiten, so wo Fehlermeldungen oder Fehler gemeldet werden bezüglich irgendwelcher Sachen wie die Tarkov, gerade so Netzverbindung oder so Probleme. Vielleicht findest du da ja was, so für deine Region irgendwas gemeldet ist. Du rennst rum, Benji. Gut. Ich dachte, dass du warst, weil er auch ein blaues Armband hatte, aber er hat ja nicht deine geschmeidige Jacke gehabt. Oh, schön. Das war der auf mich draußen geschossen hat. Ah, alles klar. Da hat er seine Quittung jetzt gekriegt. Hast du mich gehört? Ich habe nichts gehört, Benji, aber das muss nichts heißen. Ja, Fragen kostet ja nichts. Und drück dir die Daumen, dass es bald wieder losgeht und dass du ja jetzt nicht noch den Rest des Abends hier so einen Stress hast mit der Scheiße. Dass du zocken kannst und streamen kannst. Vielleicht können wir ja die kleinen Bauarbeiterhütten da nochmal filzen. Oh, da oben steht eh noch. Siehst du die Straße? Ja. Da steht eh noch. Ein Spieler? Ja. Jetzt, er liegt. Er kriecht. Ich hör's. Er kriecht auf der Straße rum. Ich sehe ihn nicht. Warte, ich höre ihn. Will ich auf mich schießen? Er steht doch auf. Minus. Den darfst du. Das sieht aus wie ein Scaff von hier. Darfst du dir mal angucken? Nein, der hat sich komisch bewegt. Das ist dein Kill. Ja, da. Ganz eigenartig, wie so eine Hexe stand da so verkrüppelt, ja, irgendwie. Nukola, herzlich willkommen. Ups. Ja, ich. Das. Jedes Mal ein Spieler. Ach so. Ja. Ja, ich hatte auch gerade hier so Verbindungsprobleme mit dem scheiß Surf. Ich habe alles gecheckt bei mir und da war nichts. Das macht dich wahnsinnig. Naja, aber du hast ihn entdeckt, also kannst. Aber was hat er gemacht? Das war lustig. Ich will bloß mal kurz reingucken. Mach nur. Au! Und das? Eine Knarre. War das die SVD? Ja, kann sein. Lang so, hä? Hm. Das ist hier Rischala, nee, wie ist der? Sturm. Ja, Sturmmann. Du bist unten an dem Hänger, Auto, LKW? Nee. Ich bin noch hier in dieser gemauerten kleinen Hütte, wo wir gerade runtergekommen sind. Au, da hat mir richtig einen reingepresst, die Assi. Ich komme mit drüber.
Wo ist der Hund? Ich bin hier übelst. Ich bin bei den Anhängern, meine ich. Das muss ich mal speichern. Das ist übelst hin und her geglitscht. Ach so. Alter! Kennst du den Buden? Alter! Ey, er schießt ja von dort, Alter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der ist. Eben dachte ich erst bei den. Ich hab eine Waffendefunktion. Bei der geschlossenen. Und jetzt habe ich die irgendwie bei der Hütte gehört. Ist er bei der Hütte? Kann sein, ich spiele jetzt gerade. Der Skeff, den ich gerade erschossen habe, da ist so übelst hin und her gerollt. Ja, der ist oben. Ich sehe ihn. Komm, Alter. Scheiß Büsche! Alter. Alter. Oh, Alter, hier kommen jetzt die ganzen anderen Skeffs angerannt. Bist du oben? Ne, ich liege wieder unten. Ich liege hier so in der Mitte auf der Map irgendwie. Was von oben? In die Tasche. Au! Ah! In die Tasche? Ist irgendwo ein Sniper. Ne, irgendwo habe ich den Schalldämpfer abgemacht und der war weg. Da ist ein Sniper. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja? Gegenüber. Ja, ich habe es gehört. Ich muss mich mal schnell klicken. Ich weiß, wer das habe ich jetzt hier platt gemacht, aber dieser Sniper ist genau gegenüber, wo die Halle ist. Ja. Die Jeeps davor stehen da hinten, die Wald war da drin. Aha. Ich renne gleich mal schnell runter zum See. Und gucke, ob ich ihn von hinten kriegen kann. Mhm. Beule ist da, geil. Wird bestimmt seine Position jetzt wechseln. Oh, ich habe was auf Holz. Bist du nicht auf Holz? Nee. Ich bin unten am See, Benji. Du kannst auf alles schießen, was du da oben siehst. Kack-Skeffs, Alter. Ich brauch ein bisschen Ausdauer. Alter, ich hab echt gerade ein Munitionsproblem. Den Piss auf den Rucksack ausgezogen. Das arme Schwein ist nackt. Ich bin drüben am Zelt, Benji. Hm? Denn hier keiner mal für mich Munition. Echt, hast du keine Ersatzmunition mit? Ja, die ist leer. Ich habe jetzt gefühlt 10 Skeps abgeknallt. Ach so? Also nicht gefühlt. Sondern wirklich. Ich habe leider nur 60 Ersatzschuss mit. Ich hatte ein 60er Magazin. Ja. Und zwei 30er. Die sind jetzt mittlerweile fast alle. Ja. Oh, wird schön. Liegen ja Haufen Leichen rum. Beziehungsweise komme ich einfach zu dir rüber. Komm ich an. Er hat zum Beispiel was für mich hier. Sehr schön. Das sind PS-Munition, aber das ist erstmal zu wenig. Ich bin jetzt bei dem Sniper-Hügel hier, bei diesem. Mhm. Und dieses Duffelback-Hügel da vorne davor steht. Das ist wieder die Frage, schnell sich bewegen oder ranschleichen? Ja. Wenn du schleichst, sieht er dich vielleicht irgendwo. Ja, wenn du dich schnell bewegst, hört er dich. Das ist alles ja. Irgendwie kacke. Ich
ich habe gleich 2 Magazine Folge gemacht, dann können es weitergehen. Und dann PS. Kev am Checkpoint. Du das? Nee. Nee. Das war nah, oder? Das war ich mit dem Scav. Ah, okay. Der Sniper hat mich gesehen. Weißt du, wo er ist? Er muss noch dort sein, wo er war. Okay. Er hat eine Blendgranate in meine Richtung geschmissen. Oder es war das Scav, aber das glaube ich nicht. Von der anderen Seite hingehen? Ja. Wir müssen uns aber echt gut absprechen. Ja, ja. Dass du praktisch von oben kommst, so. Genau. Ich bin jetzt bei den Dixies. Und renne jetzt erstmal hoch zu dem Holzstapel. Ich bin am Duffelbeck-Hügel. Mhm. Ach shit, meine Ausdauer. Alter. Oh, ihr sollt mich nicht sehen. Theoretisch. Mhm. Jetzt an dem gelben Bagger. Okay. Bist du an der Höhe LKW? Ich bin gleich bei der geschlossenen. Alle. Ja. Ich sehe jemanden da vorne laufen. Bist du das? Ich wickel? Ah, okay. Ich bin hier. Ich wickle auch. Hier musste irgendwo zwischendrin gewesen sein. Ja. Also der stand ein bisschen erhöht. Vielleicht da oben auf dem Fels. Du, da liegt so eine Leiche. Hier läuft einer. Ich stehe. Läufst du? Ja, ich laufe. Ich gehe mal hoch zu dem Fels, weil ich glaube, da liegt ich auch. Was. Ich bin auch oben. Ich bin oben. Nee, das nur. Liegt nicht. Hm. Ich hab mich getäuscht. Puh. Ja, vielleicht hängt er hier irgendwo im Gebüsch. Unten ist ein Snap, ein Scav am Ja, das war der, mit dem ich mich kapitelt hab. Hoppe! Da ist noch einer. Gut, nee, das war der, mit dem ich mich kapitelt hab. Den anderen hab ich glaube auch. Mit seiner genau. Panzermütze. Dass er einfach nur sich hingelegt hat. Mhm. Aber Sturmann lebt ja noch. Aber du hast ja eh keine Munition. Da würde ich Sturmann jetzt. Weiß, ich habe jemanden da übelst bejagt und der ist hinten hergeklitscht. Ich weiß nicht, wer das war. Wir können doch mal gucken, wenn wir wollen. Wenn du willst. Ich hab mein Magazin mit PS voll halt. Stimmt, ich muss meinen Rucksack noch holen, merke ich gerade. Ich habe den ja am Strand liegen lassen. Aber nicht, dass dieser Typ uns jetzt auch mal in den Rücken fällt. Rausfinden. Mhm. Na, ich schmeiß mal meine Weste hier hin. Meinen Rucksack. Das ist doch ganz schön schwer. ZZ, ne? ZZ, mhm. Oh, sehr ungünstig. Nee, hier. Hier hängt am Hals. Ist er tot? Ist er. Okay. Weil ist er Sturmann, ja? Ja, der hat die SVD. Geil. Witzig. Dieser Typ, Alter. Oh, besser kann man glaube ich nicht wegmachen, oder? Nee. Er hat sich konnte ja gar nicht wehren. Nee. Aber seine Cards, wo sind die, Mann? Haben wir vielleicht schon erwischt? Du hast die vielleicht alle umgelegt vorhin. Ich bin tot.
Bin hinten. Also aus Richtung der Halle, wo die Teams stehen. Irgendwas habe ich erschossen. Ich denke, es war ein Spieler, würde ich sagen. Vielleicht war das der. Der Sniper. Das war der Sniper. Wie du es vorhergesehen hast, wenn du Zeit hast. Ich bin ein Orakel. Was ich hab gehabt! Пошел! Прячься давай, пошел! Пиздец вам, рак, не понял! Der hat sich hoffentlich verpisst. Oh Mann, was nehme ich denn jetzt hier alles mit, Menschenskind? Der hat eine Mosin super gemottet. Das DPL können wir auch. Ich habe keinen Platz mehr. Ach komm. Komm weg hier. Da liegt der Benji wie so ein Häufchen Elend. Es wird auch dunkel. Mal kurz hier zwischen den. Das 60er hätte ich gern noch voll gemacht. Aber ich kann ja eigentlich auch 13.700 XP. Alter, später. Krasse Kacke, Mann. Gar nicht mitgekriegt, dass ich hier und da noch, doch noch ein paar Skeffs niedergemäht habe. Das hat sich richtig gelohnt. Ich weiß, Beule. Naja, gut, vielleicht, wenn ihr im dunklen Zimmer sitzt, seht ihr ein bisschen mehr als ich in dem hellen jetzt hier.